Machen wir es einfach mal so. Gehen nochmal hier rein. Dann kommen wir nämlich, wenn wir jetzt hier reingehen. Machen wir einfach das Ding mal hier auf. Ja. Das war irgendwie nicht so geplant. Ja. Ach, hier bin ich ja. Ach, wir machen es jetzt ganz einfach. Wir gehen in den Fahrstuhl. Wir fahren Fahrstuhl. Vorher machen wir natürlich das hier auf und holen uns das Item. Das Proteine, wenn wir schon haben, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann holen wir uns das Protein auch. Weil das wird nämlich kein 100% Run hier. Sag ich euch gleich. Was macht Protein jetzt genau? Weiß ich jetzt nicht mehr. Protein? Frag mal mein schlaues Buch, frag ich mal, was macht Protein? Erhöht den physischen Angriff. Genau, erhöht den physischen Angriff, okay. Danke, schlaues Buch. Physischen Angriff, er braucht physischen Angriff. Apollo braucht keinen physischen Angriff. Nidorino. Ja, also weiter geht's. Wenn wir zu Uhr müssen zu Albert and oh. Ja, lass mich mal. Hey, Al! Wir wollten Fahrstuhl fahren, genau. Ich habe 5 Minuten gesagt, wir wollen Fahrstuhl fahren. Ich glaube, das dauert nicht so lange. Wir gehen in die, wir müssen zu, wartet. In die zweite Etage müssen wir. Und dann müssen wir nämlich jetzt in Y rein. Also zu Pokémon Y und so weiter, wisst schon. Ja, ich weiß, dass der Witz wird alt. Bingo. Da ist die 2, da gibt es noch einen Top-Trank, den holen wir uns, den können wir nämlich gut gebrauchen für Top 4. Weil man weiß, was sie uns in der Randomizer Challenge Dings. Oder den Randomizer an sich uns vorsetzen, das wissen wir ja nie. Das Buch hat gelogen, das ist ein Hypertrank. Egal, lassen wir das mal. Machen wir dich noch platt. Ja, Team Rocket, jetzt habe ich nicht gezählt. Gelesen. Sorry, Leute. Forscher, 2 Pokémon. Sandane. Das ist doch mal ein gefundenes Fressen für unser Nidorino. Obwohl, ich könnte es eigentlich schon zu Nidoking entwickeln. Das hat eigentlich gute Attacken schon, die ich mir anders möchte gar nicht beibringen. Ja, das können wir dann auch noch gleich noch machen. Das können wir dann auch noch machen. Ja, genau. Kukuna! Nun ja, ist das nun jetzt positiv für mich oder negativ? Ein Blizzard, das ist viel weg, würde ich mal so schätzen. Ja, also... Wo kommen wir eigentlich hin, wenn ich A benutze? Wisst ihr was? Wir probieren es einfach mal aus. Kaltblütig probieren wir einfach mal aus. Was hier ist noch was? 3, 4 und 5? Was gibt's denn da? Top-Belehrer und Hyperheiler und Fluchtseil. Na gut, das brauchen wir nicht unbedingt. Am Ende benutze ich aus Versehen Fluchtseil. Das wollen wir ja mal vermeiden. Ne? Ne? Okay, da komme ich also dorthin. Da unten ist glaube ich eine Art Stelle, wo man seinen Pokémon heilen kann. Ne? Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Ich sag mal, meine Pokémon mögen mich mehr als deine dich. Wir sind schon seit knapp 20 Minuten unterwegs. Anton, du willst mich doch verarschen. Ja. Hutenschlag! Also, dafür, dass es ein Wasser-Pokémon ist und ich sogar Eisattacken dagegen gemacht habe, hat es ganz schön Schaden genommen. Bodycheck! Ach. 84 Erfahrungspunkte. Nidorino erreichte bei 38.
Ja, Lavados. Fick dich. Nein! Jetzt setzt sich Lamara gegen Lavados ein. Nein, Leute, ich will Turtok einsetzen. Glaubt ihr, ich bin so blöd, setze Feuer gegen kämpfe mit Feuer gegen Feuer? Ein schlaues Buch kann man nicht die Fresse halten. Ja. Greif weiter an, fick dich doch. Natürlich macht's kaum Schaden. Mein Turtok ist Level 40, bitte. Surfer! Wobei ich mich frage, wie kann Turtok mit Surfer einen Vogel treffen? Naja. Ja, ich bin dankbar dafür, sagen wir mal so. Blutzuck. Jetzt setze ich aber Ibitag ein. Scheiße. Weil wegen Training. Ibitag braucht nämlich noch Training. Ja, ist nämlich noch nicht ganz so voll trainiert wie die anderen, so Level 40 und so. Wobei Level 40 reicht, glaube ich, in Top 4 noch nicht, wenn ich mal so sagen. Da werde ich, denke ich mal, sogar Probleme in der guten Höhle kriegen. Wogegen Sabrina, die hat nämlich... ihr Simson hat Level 43. Ich sag dazu mal nichts. Beziehungsweise ihr stärkstes Pokémon Level 43. Was es nun jetzt wirklich ist am Ende, ist dann die andere Geschichte. Randomizer und so weiter. Aber, naja. Normalerweise hat ihr Simson Level 43. Und das ist... Und ich bin ziemlich untertrainiert momentan. Ja, komm, hol dich aus. Gib nicht auf. Ja. Naja. Sag mal so, Simson wird sie gar nicht haben. Es sei natürlich, der Randomizer setzt mir Simson nach vor. Ja. So, jetzt gehen wir ins Y rein hier. Ins Y, so weißt du. Genau, wir haben jetzt hier zwei Sachen. Wir haben hier einmal unseren Rivalen Gary. Gary. Gary, auch bekannt aus SpongeBob. Nee, jetzt mal ernsthaft. Wir haben hier... Ja, blöd ist, wir können... Ja gut, er hat ja sowieso zufällige Pokémon, also von daher ist er egal. Na dann, fangen wir mal an! Bei uns heißt er ja Akira, also... Akira! Was hat dich aufgehalten? Was hat dich aufgehalten, Champ? Ja... Ich hab gegen Pyro gekämpft, ich hab Pokémon-Haus gemacht... Ha! Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen! Ich schätze, dass Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich hab dich in Safronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Bedingt, lieber Gary, bedingt. Um 10 Level vielleicht. Er beginnt mit einem Chanera Level 37. Das ist nicht so gut. Ich habe keine Kampf-Pokémon mehr. Juhu! Ich glaube, ich hab... einen guten Schritt in die Richtung gemacht. Chanera ist eingefroren. Und mein Nidorino ist zu blöd, ein eingefrorenes Pokémon zu treffen. Ja, Bolitsch hat ganz schön Schaden gemacht. Wieso benutzt der Trank? Weil ich hätte eher gedacht, du nimmst einen Hypertrank, mein Lieber. Radikal. Was kann man gegen Radikal einsetzen da? Ja, bleiben wir bei Nidorino. Gucken wir mal, was wir raushauen. Bodycheck! Der Sohn der 38. Schlecht.
Och man, Nidorino, bist du zu blöd? Hyperzahn, du hast doch gerade 47 daneben. Ich mache mich ja fast selbst K.O. hier mit meiner Attacke. Ne? Hau mal Hypertrank raus. Energiefokus! Jo. Wir machen jetzt eine Hornattacke, dann sollte es eigentlich vorbei sein. Ja, und das war's auch. Sehr gut. Mit Magneton. Ja, schön. Machen wir Nidorino weiter. Blizzard! Da muss ich auch aufpassen, Blizzard hat nur 5 AP. Ist schlecht. Superschall! Lass mich doch in Ruhe, ich bin nicht verwirrt wegen dir. Ich hasse Verwirrung. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich bin schon verwirrt, du kannst mich nicht noch mehr verwirren. Ich krieg die Krise hier. Komm jetzt, lass die Verwirrung weg sein. Juhu, jetzt nochmal Body Slam drauf und Body Slam und PAM! Magneton ist tot! Besiegt! Pokémon sterben ja nicht. Ja. Erreicht Level 39! Relaxo! Was? Nichts, aber. Ja, Relaxo, was machen wir jetzt? Nehmen wir mal Ibitak. Relaxo. Ja gut, nur Level 35, okay, aber ist es trotzdem Relaxo? Willst du mich verarschen? Willst du mich ärgern? Ach, fick dich doch. Pass auf. Wusste ich doch, er kommt mit Erholung. Fick dich doch ins Knie. Ja, der Part, die Aufnahme wird wieder ab 18 sein. Wobei die letzte Aufnahme ohne ab 18 sind, weil YouTube 18 soll ich doch, was ich sage. Nochmal Bohrschnabel! Und noch ein Bohrschnabel und es ist weg. Ich habe Relaxo erledigt! Ja, das war ja auch keine Kunst. Nidorin! Mein Ohr juckt. Hau mal Fliegen raus. Ja, dann kommen wir, denke ich mal. Hier gibt es ja glaube ich noch eine Stelle, wo man Lapras bekommt. War da irgendwas, wenn ich alles täuscht. Weiß zwar nicht, warum man uns einen Lapras schenkt, aber... Wie sagt man so schön? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und Lapras ist auch kein schlechtes Pokémon, sagen wir mal so. Mann, du bist so gut, dass du gegen... den Boss, den Rocket Boss antreten kannst. Ja, das habe ich auch vor. Also, Champ. Ich ziehe dann mal weiter. Wenn ich in den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen. Dann werde ich die Top 4 ausstechen. Aus Plätzchenteig? Oder willst du sie erstechen? Den muss ich dich aber leider anzeigen. Wegen Morddrohung und dann vielleicht sogar mit... wegen Mord. Ah, lass uns das mal. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Das werden wir noch sehen, mein Lieber. Viel Glück, Champ. Und ich trainiere schön weiter. Wir sehen uns noch, mein lieber Gary. Wir sehen uns noch. Spätestens bei den Top 4, ne, am Ende sehen wir uns nochmal. Ja. Oh, du bist kein Rocket. Nee, ich trage keinen Rock. Bin auch keine Rakete. Ich bin Rocket. Kein Rocket, ja, richtig. Hast recht. Kommst du, um uns zu retten? Klasse! Vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Er hätte Lapras. Nee. Nicht genug Platz für Pokémon. Lapras wurde mittels PC in Pokémon Box 1 transferiert. Es heißt Lapras und ist sehr intelligent. Ja, ist ziemlich auf, was kann kämpfen. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt. Aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Ja.
Wenn es auf der Box liegt, sind die nicht cool Trainer. Egal. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Das kann bei Turok auch. So, jetzt gehen wir hier. Da unten gibt es übrigens noch ein Item. Jetzt weiß ich gar nicht, was das für ein ist. Das sind die Elf. Die Elf, das ist Calcium. Naja, gut. Sehr unwichtig. Auf jetzt! Ein letzter Rocket. Dann sind wir schon so weit, dass wir... Halt, kein Schritt mehr! Dann sind wir schon so weit, dass wir den Boss von Team Rocket ein zweites Mal aufs Maul hauen können. Der hat drei Pokémon hier, unser Rocket hier. Er fängt an mit Magma. Was ist jetzt schon wieder scheiße?